ÖVP und FPÖ planen, dass 6,7 Millionen Euro im Budget eingespart werden sollen, im Gegensatz zum Vorjahr, das sind also 10%. Das bedeutet also für viele Kulturinitiativen das Aus. Ende von Arbeitsplätzen, die eh schon im prekären oder oft wenig- oder Niedriglohnbereich tätig sind. Für uns ist das ein völliger Kahlschlag, besonders in den Bereichen, wo es Kulturinitiativen gibt, sprich also Kulturvereine. Die Etablierten sind wenig davon betroffen. Auch der Zentralraum oder wenn man die Landeshauptstadt Linz anschaut, ist wenig davon betroffen. Aber es sind besonders jene Kulturvereine, die draußen sind, die im Land sind, die also genau diese Unterstützung brauchen, um zum Beispiel Kulturangebote entsprechend auch machen zu können. Es wird sicher weniger Konzerte geben, es wird weniger Ausstellungen geben, es wird weniger Theater geben. Dieses Angebot, wie es jetzt war, ist sicherlich nicht mehr aufrechtzuerhalten.